Hallo, alle liebe YouTube-Userinnen und User, hier ist wiederum das Testerin und zwar in einem weiteren Review. Und zwar kommt das Ganze von naschplatz.de, Süßigkeiten online mischen. Ja, der Flyer hier sagt eigentlich schon alles. Man kann auf dieser Webseite seine Süßigkeiten selbst zusammenstellen. Also, welche verschiedenen Sachen man in eine kleine Tüte verpackt haben will oder eine große Tüte. Also, ich finde die Seite erstmal ganz cool. Vielen, vielen Dank schon mal an das Team für die Zusammenarbeit. Auch echt coole Texte und nette Texte, die einem schreiben mit Bestellungen und so weiter und so fort. Könnt ihr mal vorbeischauen. www.naschplatz.de, wie gesagt. Ja, kommen wir aber mal zu den Produkten. Ich durfte mir 500 Gramm aussuchen, was ich haben will. Das ist ja schon mal eine Menge. Ich habe dann versucht, von oben nach unten mal abzuarbeiten. Bin dann bis saure Gummibärchen gekommen. Es gibt aber noch scharfe Gummibärchen. Also für die, die es scharf mögen. Dann gibt es noch Lakritz, Drops und Brause. Gutscheine könnt ihr das auch bestellen für eure Freunde, falls ihr was zum Geburtstag schenken wollt. Ihr könnt das aber auch dann direkt denen schicken und ihr bekommt dann die Rechnung per E-Mail. Kommen wir mal zum Geschmack. Also erstmal muss ich eins sagen, in diesen Tüten sind die wirklich frisch geblieben jetzt, die Tage. Hier haben wir einmal Erdbeer-Rhabarber. Hier sieht man auch, die sind auch wirklich ziemlich frisch und biegsam. Also da ist noch nichts groß, dass man da denkt, die sind hart. Wie zum Beispiel, wenn man eine Tüte Gummibärchen aufmacht, werden die ja immer ziemlich schnell hart und aber durch diesen Verschluss bleiben die schön weich und sie schmecken nicht nach Tüte. Wenn man die zum Beispiel in so eine Frühstückstüte reintut, dann schmecken die immer sehr nach Tüte. Also erstmal schmeckt sehr gut. Man schmeckt den Rhabarber auch wirklich sehr gut raus. Erdbeere schmecke ich jetzt nicht so sehr, aber Rhabarber, wenn jemand wissen will, wie Rhabarber schmeckt, der kauft sich am besten diese Gummibärchen hier. Link ist unten in der Beschreibung. Und zwar kosten hier 100 Gramm 1,09 € von diesen oder 500 Gramm 4,29 €. Der Hersteller ist jung und ein so ein Gummibärchen wiegt ungefähr 5 Gramm. So, dann kommen wir zu den nächsten. Das sind einmal diese Yogi Bussi. Die kennt ihr vielleicht schon. Die Yogi Bussi kennt ihr vielleicht schon, sind von Haribo. Haben so eine kleine Joghurtfüllung drin. Die gibt es einmal in grün, in rot und in gelb. 100 Gramm kosten bei denen 89 Cent, also etwas billiger als die Rhabarber-Erdbeere. Und 200 Gramm gibt es auch noch für 1,49 €. Jedes Stück wiegt ungefähr 5 Gramm. Ja, also gelb schmeckt nach Zitrone, wer hätte das geglaubt? Rot schmeckt wahrscheinlich nach Erdbeere. Ja, rot ist Erdbeere und grün ist wahrscheinlich Apfel. Ja, das schmeckt wirklich sehr nach Apfel. Wirklich sehr lecker durch den Schaumzucker hier. Schaumzucker. Hier unten und hier drin haben wir dann noch so eine Joghurtfüllung. Also ich finde die auch wirklich sehr lecker. Ich finde alle Gummibärchen wirklich sehr lecker. Muss ich jetzt gleich mal vorwegnehmen. Jetzt sind wir bei den Biofrüchten. Und zwar gibt es da einmal Rot, Gelb und Weiß. Traube, Zitrone und Grapefruit und Ananas. Okay, also es gibt 4 Sorten. Die weichen jetzt vom Geschmack voneinander nicht so sehr ab. Aber wer halt auf Bio steht, für den ist das genau das Richtige. Das ist so die Yogi-Bussi-Nachmache, will ich jetzt mal so sagen. Von der Firma von Georg Rösner kommt das Ganze. Rösner und kosten 100 Gramm 1,69 €. Zwar sind das einmal die Zungen. Das sind Zungen. Soll das zumindest darstellen. Super sauer. Und zwar gibt es da verschiedene Kombinationen. Das sind zum Beispiel Zitrone und Himbeere, glaube ich. Das ist Apfel und Orange, denke ich jetzt mal. Kann ich jetzt hier schwer sagen. Es ist wirklich sehr sauer. Andere mögen es nicht. Ich mag halt saure Gummibärchen. Was mich ein bisschen stört, ich mag diese festen. Das sind nicht solche weichen Gummibärchen wie diese Bären, sondern die sind mehr so hart wie diese Schlümpfe von Haribo. Kennt ihr vielleicht eher. Und darauf stehe ich jetzt nicht so sehr. Wer das mag, für den ist es genau das Richtige. Wer sauer und diese Konsistenz mag, für den ist es genau das Richtige. 100 Gramm kosten hier 89 Cent. Und dann gibt es hier noch den 1,15 Kilogramm für 5,99 €. 12 Gramm wiegt eins. Jetzt sind wir bei den letzten. Und zwar mit den Saftbären. Fruchtsaftbären. Das sind Naturgummibärchen. Das heißt, aus natürlichen Stoffen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt eins. Das bisschen das Problem ist jetzt, dass das Saure an diesen Gummibärchen dran ist. Finde ich natürlich jetzt wieder klasse. Wer das nicht macht, muss es halt dann so mischen, dass das nicht passieren kann. 100 Gramm 99 Cent, 500 Gramm 4,49 €. Gibt es 12 verschiedene Sorten. Das sind die kleinen. Apfel, Himbeere, Zitrone, Pfirsich, Erdbeere, Maracuja, Brombeere, Schwarz-Johannisbeere, Kirsche, Heidelbeere, Orange und Birne. Ich finde die wirklich sehr lecker. Die schmecken, die sind etwas weicher als die Haribo-Gummibärchen. Kommen von
Georg Rösner, wie diese Bio-Gummibärchen hier auch. Finde ich wirklich extrem lecker. Schmecken auch gut vom Geschmack her. Man kann die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gut auseinanderhalten. Ich ordne das jetzt mal so ein. 1 Joghurt-Bussi. 2 die hier. 3 Rhabarber. Und ich würde die beiden jetzt auf den gleichen Platz setzen. Die sind von der Konsistenz, mag ich die nicht so gut. Und die schmecken alle ziemlich gleich. Es gibt einen Unterschied, aber die schmecken alle ein bisschen gleich. Jo, das soll es gewesen sein. Vielen Dank an Naschplatz.de, wirklich extrem leckere Gummibärchen. Ich kann es nur weiterempfehlen. Schaut mal auf der Seite vorbei, wenn ihr irgendein cooles Geschenk noch braucht oder ein individuelles Geschenk für jemanden, dann schaut da mal vorbei. Mischt ihm die Tüte oder für Familien. Ich will die Tüte und ich will die Gummibärchen. Kann man das alles mischen und dann ist für die ganze Familie was dabei. Okidoki, das soll es gewesen sein. Man sieht sich oder mich und schaut mal auf naschplatz.de. Hier steht es nochmal und hier hinten ist noch der Gutscheincode. KKMSISMZ. Jo, das soll es gewesen sein. Man sieht sich oder mich und ciao.